Was macht den Faktor Arbeit gut und ergiebig? Interessante Frage, ne? Was macht den Faktor Arbeit gut und ergiebig? Man könnte auch Formulierung, was sind die Faktoren, die dazu führen, dass Menschen gut und produktiv arbeiten? Ja, das ist hier so eine volkswirtschaftliche Formulierung, die ein bisschen komisch kommt. Also, was macht den Faktor Arbeit gut und ergiebig? Das sind im Wesentlichen vier Faktoren. Einmal der Arbeitswille, die Bildung, die technische Ausstattung. Und das Klima. Ja, Sie sehen wieder, das ist eine sehr volkswirtschaftliche Betrachtung. Würde man jetzt betriebswirtschaftlich die Frage stellen und die würde man anders formulieren. Man würde formulieren, wie können wir erreichen, dass Menschen gut und produktiv arbeiten? Und was sind die Faktoren, die dazu führen? Da würde man sicher noch weitere Faktoren aufführen, wie Motivation. Klima würde hier meinen Betriebsklima und nicht so sehr, wie sehr da die Sonne scheint und wie heiß es ist, was hier gemeint ist eher, ja. Motivation, Betriebsklima, die Person des Chefs spielt eine ganz große Rolle. Ja, Motivation, Betriebsklima, Chef, Kommunikation. Und auch Wertschätzung. Ja, das wäre eher die betriebswirtschaftliche Antwort auf die Frage, die hier oben so volkswirtschaftlich formuliert ist. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.